Die neuen Leitlinien von 2021 empfehlen bei chronischem Tinnitus auch manualtherapeutische und krankengymnastische Behandlung, wenn der Tinnitus in Verbindung steht mit Verspannung im Bereich der Halswirbelsäule oder der Kiefergelenke. Und eine der interessantesten manualtherapeutischen Richtungen ist die Osteopathie. Die Osteopathie geht auf den Amerikaner Andrew Still zurück, der den Begriff erstmalig 1885 prägte. Und die Osteopathie beinhaltet drei hochinteressante Grundsätze, die sie auch heute noch zu einem sehr, sehr interessanten Verfahren machen. Nämlich erstens, dass Körperstruktur und Funktion zusammengehören. Heute würde man sagen Hardware und Software, dass man diese beiden Dinge nicht trennen kann. Also sprich zum Beispiel die Funktion der Muskulatur mit der Form der Knochen im Körper. Zweitens, dass wenn man eine Sache am Körper verändert, das Folgen für den gesamten Körper hat. Das heißt, dass eine Problematik im Bereich der Hüfte zum Beispiel irgendwann auch zu Problemen der Wirbelsäule führen wird. Und dann irgendwann vielleicht auch zu Kiefergelenksproblemen. Und drittens, dass nicht Krankheit bekämpft werden soll, sondern dass die Selbstheilungskräfte des Körpers durch die Therapie unterstützt werden sollen. Und auch das ist gerade beim Tinnitus und gerade bei Verspannungen im Bereich Kiefergelenke, Halswirbelsäule ein sehr interessanter Ansatz. Und deswegen zeige ich heute eine Kiefergelenksübung aus der Osteopathie. Kiefergelenksverspannungen können ja sehr vielfältig sein. Es kann Ohrenschmerzen machen, es kann Ohrgeräusche machen, es kann sogar Schwindel machen und es kann natürlich auch Probleme beim Beißen machen. Das heißt, die Blockade der Kiefergelenke durch erhöhte Muskelspannung sollte möglichst gelockert werden, um diese Symptome auch wieder runterzubringen. Und diese Lockerung kann man mit einer osteopathischen Selbstbehandlung machen. Dazu muss man sich nochmal vorstellen, dass das Kiefergelenk in drei Ebenen beweglich ist. In der Vorwärts-Rückwärts-Bewegung, wenn man den Kiefer nach vorne und nach hinten schiebt. In der Seitwärts-Bewegung, wenn man den Kiefer von rechts nach links schiebt. Und in der Öffnungsbewegung, wenn man den Mund aufmacht oder schließt. Und die Kunst ist nun, bei dem blockierten Kiefergelenk zu finden, eine Stellung, die angenehm ist, wo zum Beispiel die Ohrenschmerzen nachlassen, wo vielleicht der Tinnitus ein bisschen leiser wird, wo diese Blockade praktisch aufgehoben wird. Die Übung selber ist ganz einfach. Man tastet sein Kiefergelenk vor dem Tragusknorpel des Ohres und versucht dann nach und nach eine Stellung zu finden, die angenehm ist, wo praktisch die Blockade aufgelöst ist, wo der Schmerz besser wird, wo der Tinnitus vielleicht sich sogar verändert. Und das macht man nach und nach in den drei Ebenen, vor, zurück, rechts, links und auf und zu. Und wenn man diese Position gefunden hat, wo sich das Ganze einfach angenehmer und weniger blockiert anfühlt, dann geht man wieder in die Ausgangsposition zurück und geht erneut in diese Position. Und dazu atmet man ruhig ein und aus. Das heißt zum Beispiel einatmen, während man die Position einnimmt, die angenehm ist, ausatmen, während man in die Ausgangsposition zurückgeht. Oder andersrum, das muss man auch wieder ausprobieren, was sich angenehmer anfühlt. Und das sollte man 2, 3, 4 Minuten machen und dann kann man loslassen und eventuell das gleiche auf der anderen Seite nochmal machen. Weil in der Regel sind ja beide Kiefergelenke blockiert. Mit dieser Übung erreicht man auf Dauer eine deutliche Lockerung ohne Gewalt, ohne irgendwelche massiven Manipulationen in diesem Bereich, denn die sind immer kontraproduktiv. Und in vielen Fällen wird, wenn man das regelmäßig macht, das Kiefergelenk dauerhaft lockerer werden und damit lässt sich dann auch wieder der Tinnitus positiv beeinflussen.